Чё это? Чё приколись член? А у меня идет прогрузка, у меня не загружается даже настройки. Bevor das Video startet, schreibt Hashtag GarkoAmi in die Kommentare, smash den Like-Button, wenn wir die 2000 Likes erreichen, kommen mehr solcher Videos. Und folgt auf jeden Fall TheRoadie1 auf Twitter, denn er hat mir bei diesem Exploit mega geholfen. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mann, ich habe meine Begrüßung echt vermisst. Wisst ihr was, Leute, ich mache so meinen YouTube-Kanal auf und ich sehe, dass ich mein letztes Video einfach vor 4 Monaten released habe. Das ist echt eine Menge Zeit. Das ist einfach ein fucking halbes Jahr. Naja, wie dem auch sei, ich fange mal wieder an und ich habe euch ja versprochen, dass ich mit der Hacking-Serie beginne. Deswegen fange ich einfach mal an. Naja, bevor ich damit beginne, wollte ich euch erstmal darüber informieren, dass sehr viele Twitch-Accounts und YouTube-Accounts in großer Gefahr schweben. Denn ich konnte ganz, ganz, ganz viele Twitch- und ganz, ganz, ganz viele YouTube-Accounts kapern. Das liegt einfach daran, dass bestimmte Drittanbieter nicht so gerne auf Sicherheit achten. Es gibt zum Beispiel ein paar Drittanbieter, die unbedingt die Berechtigung brauchen, auf dem YouTube-Kanal Videos zu bearbeiten, was im Chat zu posten, Videos zu bewerten oder Drittanbieter, die den Streaming-Schlüssel bei Twitch auslesen möchten. Naja, und wenn dann solche Drittanbieter Sicherheitslücken haben und man an andere Accounts kommt, kann man natürlich auch ganz einfach so einen Twitch- oder YouTube-Account übernehmen, ne? Und dann bringt dann auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht. Ich habe mich so ein bisschen mit Google und Twitch zusammengesetzt. Die meinten, pass auf, Garko, wir übernehmen keine Haftung über diese Drittanbieter. Das ist nicht unser Problem. Ziemlich widersprüchlich, weil wenn man durch so einen Drittanbieter Zugriff auf einen Account bekommt, dann hilft auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht. Der Streamer oder der Influencer bekommt weder eine Benachrichtigung auf seine E-Mail oder auf sein Handy. Das Witzige ist ja auch, dass das irgendwie so verifizierte Drittanbieter sind mit mehr als 1 Million Nutzern. Aber das interessiert keinen. Und weil ich den Drittanbietern ein paar mehr Sachen in der Vergangenheit gemeldet habe und kaum was dafür bekommen habe, beziehungsweise mir sogar Sachen versprochen wurden und mir dann einfach nicht mehr geantwortet wurde, habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen in Greyhead zu spielen. Das andere Problem ist halt auch, dass beispielsweise eine Sicherheitslücke 2 Monate funktioniert hat und als ich das dem Drittanbieter gemeldet habe, hat der Drittanbieter so getan, als ob er von dieser Sicherheitslücke schon wusste und das nicht einmal, sondern mehrmals. Da ist mir natürlich auch der Glaube verloren. Ich verstehe halt einfach gar nicht, warum Drittanbieter nicht zu Sicherheitslücken stehen können oder wenn zum Beispiel eine ernste Sicherheitslücke gemeldet wird, warum sie dann nicht einfach als Dank einfach so ein T-Shirt zu senden oder einen irgendwo auf Twitter erwähnen. Naja, wie immer auch sei, ich habe mich dazu entschlossen, eine kurze Zeit Greyhead-Hacker zu werden und einfach mal die Streamer und YouTuber zu kapern, die ich selber gerne gucke, die ich feiere. Das sind hauptsächlich russische YouTuber gewesen, aber es liegt daran, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin und neben deutschen YouTubern auch russische YouTuber gucke. Hier zum Beispiel ein YouTuber, der fährt regelmäßig in den Wald, probiert dort irgendwelche Konserven aus, die dem zugeschickt werden und bewertet sie. Ich feiere den voll ab, ich dachte mir so, okay, der Typ ist mit diesen Drittanbietern verknüpft, also helfe ich dem mal kurz und lade mal so ein Katzenvideo hoch. Das habe ich 3 Tage lang bei dem gemacht, bis ich dann mit ihm zusammengekommen bin. Ich habe ihm dann erzählt, welche Drittanbieter der von seinem Google-Account erknüpfen musste und ja, jetzt steht er auf der sicheren Seite. Ich kann euch ja mal so den kleinen Prozess mal zeigen. Die Videos waren 5 bis 7 Minuten lang online. In den Kommentaren waren die Leute echt witzig drauf. Die meinten so, ja, hast du dich mit deinem Kollegen totgesoffen oder wieso lädst du denn so komische Katzenvideos hoch? Die Leute wussten zum Teil nicht, ob der Kanal gehackt wurde
oder ob der Typ selber diese Videos hochgeladen hat. Das ist natürlich das Gefährliche. Das Allergefährlichste ist natürlich, dass man auch irgendwelche kopiergeschützten Inhalte hochladen könnte und einen Strike kassieren würde. Oder anderweitige Sachen, die sofort zur Kanalsperrung führen würden. Ich verstehe nicht, warum Google an der Stelle den Drittanbietern so viel Verantwortung überlässt. Ich finde, das sollte nicht so sein. Und ich finde auch, dass Google für verifizierte Drittanbieter, die über 1 Million Nutzer haben, auch mal ein Bug-Bounty-Programm einführen sollte, wenn das die Drittanbieter selbst nicht machen wollen. Weil dann könnte man vielleicht andere Hacker dazu motivieren, dort nach Sicherheitslücken zu suchen und sie dann zu melden. Hier noch eine andere Twitch-Streamerin, die diesen Drittanbieter auch verknüpft hatte. Ich habe einfach ihren Stream-Key rausgefunden und habe ihn bei OBS eingefügt und dann die spielende Katze abgespielt. Wie die Reaktion von ihr und den Mitmenschen war, das seht ihr jetzt. Was hast du denn? Пусть приклеит руки на стриме. Приклеит руки, не знаю. Ты запустил? Нет. У тебя коты... У тебя кот хуярит, но ты пьян. И на барабанах, блядь. Это не ты? А что с... Чё это? Да приколись, члены будут. Это кто такое желание загадал? В смысле? Как же он валежный, ебашь, слышишь? Ты стримишь? Наташ, Наташ, ты стримишь? Меняй ключ. Меняй ключ, срочно. Там сейчас не кот появится. 12 тысяч онлайн сразу. Наташ, ты там танцуешь? Обожаю на ваху, я не в курсе, что это. Серега, что произошло, сука? У меня только ключ был. Тихо, подожди, ну вообще это не смешно. Все, выключился, да, стрим? Все, выключился. Да, ругал, как будто. 33 тысячи лайна, 33. Ебать ты хайпинг. У меня стрим запустился, да? А, у меня идет прогрузка, у меня не загружается даже на стройке. Ihr fragt euch sicherlich, wie die Streamer mit mir zusammengekommen sind und wie wir uns unterhalten haben und was sie von dieser ganzen Sache gehalten haben. Tatsächlich hatte keiner von den Betroffenen etwas dagegen, dass ich diese Aktion ausgeübt habe, weil ich habe die vollständig aufgeklärt, ich habe denen erzählt, dass es mir eher darum geht, denen zu zeigen, wie unsicher es ist, manche Drittanbieter mit dem Account verknüpfen zu lassen. Ja, und dann haben sie diese Drittanbieter dann entknüpft. Sicherlich stellt ihr euch alle die Frage, wie es zum Kontakt gekommen ist und wie das Gespräch zwischen den Streamern, Influencern und mir ausgesehen hat. Tatsächlich habe ich in den Streams und in den Videos immer Kontaktinformationen von mir hinterlassen, sodass sie mich auch direkt kontaktieren konnten. Und dann habe ich immer denen meinen Skype geschmissen und dann haben wir uns unterhalten. Die beiden Streamer waren Russen und ich bin auch Russe, deswegen haben wir uns entsprechend auf der Sprache unterhalten. Und ja, die haben mir so krasse Sachen erzählt, die hatten irgendwie so technische Unterstützung bekommen von irgendwelchen Spezialisten, die denen gesagt haben, pass mal auf, formatier mal deinen ganzen Computer, installier dir ein Antivirus, bevorzug Kaspersky und ja, denen wurde auch irgendwie gesagt, die sollen ihr Handy wegwerfen, weil deren SMS abgefangen wird, weil die wussten natürlich auch nicht, wie ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen konnte. Also ganz, ganz, ganz viel wilden Kram haben die gemacht und ich habe dann gesagt, wo das eigentlich Problem bestand und ich habe gesagt, pass mal auf, du hast einfach einen Drittanbieter auf deinem Account verknüpft, der Zugriff auf deinen kompletten Account gewährt hat. Die haben mich natürlich verwundert angeschaut, haben mir jetzt erstmal nicht geglaubt. Ich habe denen das Ganze dann präsentiert per Bildschirmübertragung, die haben das gesehen, haben das Ganze bestätigt, diesen Drittanbieter entknüpft, neuen Drittanbieter genommen bzw. verwendet, um dann entsprechend Sachen zu machen. Ein paar Tage später ist ein Kollege zu mir gekommen, der spricht fließend Türkisch. Der meinte zu mir, ja pass mal auf, machen wir mal was bei dem Typen da. Das war ein Twitch-Streamer, der hatte 1 Million Abonnenten, hatte eine türkische Community. Und ja, ich habe bei dem das gleiche gemacht. Ich habe einfach einen Stream gestartet mit der spielenden Katze. Und damit das Ganze noch lustiger wird, habe ich den Stream beendet. Nachdem so ein paar Leute im Chat geschrieben haben, also nachdem da so 1000 Zuschauer waren, habe ich einfach das Video gelöscht. So. Kurz danach, das war wirklich Zufall, der Typ ist dann online gekommen und dann hat er, haben dann ihm richtig viele Leute geschrieben auf Türkisch, das hat er mir dann übersetzt, dass eine Katze auf dem Keyboard gespielt hat auf seinem Kanal, so, und ob er das gemacht hat,
Weil er sich irgendwie gefreut hat, dass das Fasten irgendwie zu Ende war. Also gestern war angeblich irgendwie so ein Tag, wo das Fasten zu Ende war und so. Und die Leute haben irgendwie gedacht, so, dass er sich gefreut hat und das irgendwie abgespielt hat. Ich hab so Lachflash bekommen, Leute. Ich hab halt keine Ahnung, ich find sowas mega witzig. Der Typ, der dachte die ganze Zeit, dass die Zuschauer ihn verarschen. Er macht Bildschirmübertragung, zeigt so seine ganzen Videos. Er sagt so, ja, da ist gar nichts und so. Und keine Ahnung, bei seiner anderen Seite hat er dann so Clips gesehen und da hat dann so eine Katze Keyboard gespielt, ne? Und dann hat er irgendwie, war da voll verwundert und so, meinte so, ja Leute, ey, das ist irgendwie voll komisch und so. Und ja, dann habe ich seinen Streamtitel geändert. Ich meinte so zu dem, jo, das ist nicht deine Schuld, dass es funktioniert hat. Hab halt mit ihm über Titel ändern kommuniziert, hab ihm am Ende mein Insta-Account zugeschickt. Und ja, dann ihm entsprechend den Hinweis gegeben, entsprechenden Dienst, Drittanbieter zu entfernen, damit ja keiner auf die gleiche Idee kommt wie ich und ja entsprechend schlimmere Sachen anstellt. Ja, seine ganze Community hat mich dann da auch so ein bisschen geaddet und so weiter. Die haben sich alle schlapp gelacht und so. Ja, war eigentlich ganz witzig. Ich bin live gegangen. Na, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich mach mal ein bisschen lauter. Und dann gucken wir mal, was denn so im Chat passiert. Ne? So. Oh. Kann man hier auf Teilnehmer gehen. Gucken, wie viele schon da sind. İyi, en azından kedi koymuş yani. Bak. Birisi banlatabilirdi bu arada. Rusçayı çevirmiş. Ne diyor? Oh, yol diyorum uzun biraz. Yine mi başlık değişti? I will help you. Some services are not safe. Aha. Ha. Galiba anladım. I will. Oğlum bakıyorum right. Da. So. An der Stelle möchte ich mal das Video beenden und nächste Woche fange ich an, Hacking-Tutorials hochzuladen, beziehungsweise wo ich euch erzähle, wie man Sicherheitslücken auffindet und vielleicht noch ein bisschen was zur Programmierung, einfach damit ihr wisst, wie beispielsweise Webanwendungen funktionieren und wo Defizite entstehen könnten. Ja, bis dahin und tschüss.